Jojojo, meine Damen und Herren, zur Episode 3 vom Manager mit Werder Bremen. Wir sehen ja jetzt noch das Endergebnis. 4:2 verlieren wir gegen Milan. Aber wir verhandeln hier mit dem Aboubakar, den wollen wir für 1,3 Millionen zu uns holen, also Backup-Stürmer, da ich Petersen nicht mag. Mit Akbala dann gegen Bologna simulieren wir 1:1. Wir werden auch das erste Saisonspiel hier haben. Dann nehmen wir ein paar Leihen an und Hand wird 10 Millionen geboten. Wir sagen, für 20 kriegt er ihn, Burschen, wenn er das rauspackt. Dann können wir schon verhandeln mit dem Aboubakar und Schmitz können wir auch abgeben für 1,3. Das nimmt Kräuter Fürth dann später an. Hier sehen wir erstmal abgelehnt für Aboubakar, da haben wir 10 Millionen, 10.000, ich sag mal 10 Millionen, 10.000 gemacht und Kräuter Fürth nimmt Schmitz an und somit wechselt Schmitz für 1,3 zu Fürth, was sehr gut ist und Aboubakar kommt dann, um uns so hinten ein bisschen, vorne ein bisschen mehr Option zu geben. Stefanovic können wir auch verleihen, was auch wieder richtig Hammer ist, dass wir jetzt ein paar Spieler rauskriegen können, damit es dann da ein bisschen flüssiger klappt. Wie gesagt, ist Petersen gar nicht mein Spielertyp und somit kann ich mit dem nicht zurechtkommen. Jetzt haben wir Petersen in Füllkrug auf der Tribüne und Akpala auf der Bank, glaube ich. Also auf jeden Fall ein richtig starker Sturm. Und dann wollten wir unbedingt, haben wir noch ein paar auf die Transferliste gepackt und dann wollten wir ich einen unbedingt holen. Das werden wir auch gleich sehen. Das ist dann so habe ich dann ein bisschen langsamer gemacht, damit ihr das sehen könnt. Also es war jetzt gerade alles schneller. Hier sehen wir es dann nochmal kurz vor dem Spiel. Er heißt Sis und hier ist er. Der ist 22, hat eine Stärke von 73 und die krankesten Werte, die ich je gesehen habe. Weil wir verpflichten den auch. Eine Sekunde, ich hole ihn nur hier raus. Das sind einfach kranke Werte für einen Verteidiger mit 22 Jahren. Auf jeden Fall kriegen wir den am Ende, aber nicht für 1,9 Millionen, sondern für 1 Million plus Prödel. Das seht ihr nicht, weil das ist nach dem Spiel, das jetzt gegen Borussia Dortmund ist, im Borussia Dortmund. Also richtig, richtig hartes Spiel zum Anfang, Auftakt der Saison. Aber der wird danach verpflichtet, nach diesem Spiel gegen Dortmund und das ist irgendwie nicht mehr drin. Ich habe mir gerade das Gameplay nochmal angeguckt und man sieht nicht, wie ich den verpflichte. Also will ich sagen, wir haben Sis verpflichtet für 1 Million plus 1,8, also in Form von Prödel, der ist dann da hingegangen und hat halt 1,8 ist der Wert. Das heißt, wir haben insgesamt 2,8 bezahlt, der ist glaube ich 2,7 oder 9 wert. Das war 100.000 zu viel oder zu wenig. Wir bezahlt haben auf jeden Fall keinen großen Verlust gemacht und dass wir Prödel auch loswerden, ist ja auch gut, weil es ist ja dann Vertausch für Innenverteidiger. Für Innenverteidiger bin ich da sehr zufrieden. Der spielt dann im nächsten Spiel, glaube ich schon, das dann gegen Hamburg ist. Also das Nordderby dann am Start, werden wir sehen, wie das ausgeht in der nächsten Episode. Aber Aboubakar ist gleich am Start und holt hier den Elfmeter raus. Was ein Typ im ersten Spiel. Und dann tritt nicht Hand an, sondern Arnautović, der Typ, der die Power am Fuß hat mit einer 87, tritt an den Punkt und kann hier nach 14 Minuten unser erstes Tor machen, auswärts, und macht er es? Nein. Er donnert das Teil gegen die Unterlatte und der Spieler darf den Ball ja nicht berühren, wenn der Ball an die Latte geht. Das heißt, er durfte nicht mehr eingreifen und somit verpassen wir die 1000%ige Möglichkeit hier in Führung zu gehen. Aber dann, was ein Teil ist das denn bitte? Mario Götze außerhalb des Strafraums, seitfalls hier. Richtig krankes Teil, 1:0 und jetzt Leukemia. Wie zur Hölle ist das denn bitte? Eine nicht gelbe, aber eine rote Karte. Der hatte schon gelb, der Leukemia, wird vom Platz geschickt mit einer roten, mit einer glattroten und dann dieser Abschluss von Elia, der an Pfosten klatscht. Richtig bittere 10 für uns. Wir spielen richtig stark mit hier beim Meister. Sind jetzt in Ein-Mann-Unterzahl und trotzdem ist es Ekichi, der ausgleicht. Richtig, richtig Schlag auf Schlag spielt. Dann Götze durch, Dünner drauf, Ball geht knapp vorbei. Wir waren hier unter Hochdruck, aber wir haben selbst auch Druck gemacht in Unterzahl nach dieser unverdienten Platzverweis für Leukemia. Dann haben wir wieder Ekichi. Wir spielen da schön runter auf Akpala, Akpala auf Elia, Elia mit dem Schuss und dann ist da Weidenfeller, der zur Ecke klärt. Und nach dieser Ecke haben wir dann gleich wieder den Ball, wieder ist es Akpala und wieder ist es Weidenfeller und nach dieser Ecke fangen wir uns an diesen Konter ein. Über Lewandowski, Lewandowski und der macht den ganz sicher und ist das bitter. 82. Minute kriegen wir das 2:1 auswärts. Das ist einfach so, so bitter. Wir verlieren das Spiel in Unterzahl.